gibt es eine objektive Wort. Das ist ein Begriff, der immer wichtiger wird in Zeiten von Fake News und Deepfakes. Ihr erinnert euch an den Papst in der stylisch weissen Daunenjacke. Wir leben aber auch wieder in Zeiten von Propaganda, Stichwort Ukraine-Krieg, von Verschwörungstheorien und von den sogenannten gefühlten Worten, die jede und jeder von uns mit sich umträgt. Wir müssen also dringend klären, was das überhaupt ist, Wort. Um zu verstehen, was Wort ist, hilft es, sie abzugrenzen von Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit heisst, ich sage, was ich wirklich denke. Ich bin also ehrlich und ich lüge nicht. Aber Achtung, nicht jede wahrhafte Aussage ist per se auch eine wahre Aussage. Ich kann nämlich etwas für wahr halten, was falsch ist. Zum Beispiel, dass die Erde eine Scheibe ist, wie die sogenannten Flat Earther. Wenn ich das tatsächlich glaube, dann kann ich auch wahrhaftig äußern, dass die Erde eine Scheibe ist. Der Satz selber ist aber falsch und er bleibt auch falsch, egal, ob ich daran glaube oder nicht.